Herzlich willkommen, ja. Der TPLC gegen Cyphos, ich bin natürlich dabei bei einem hässlichen Spieler. Aber bei aller Liebe für TPLC, das wird ein sehr hartes Ding. Ja, wobei, Cyphos hat sich sehr, sehr schwer getan in der ersten Stage. Stimmt, der war doch relativ nah sogar an einem Upset dran, ne? Ja, 3 zu 5 gegen Jaden. Genau. Der hier gerade auch für einen kleinen Upset gesorgt hat. Steckdose gewonnen, was ich persönlich auch nicht erwartet hätte. Aber gut, Steckdose hat sich auch in der ersten Runde noch nicht auf 100% Match-Fitness gezeigt, muss man auch dazu erwähnen. Hab jetzt das Match nicht gesehen, aber... Naja. Wie auch immer, bleiben wir bei Cyphos gegen TPLC. Cyphos, ja, altbekannt, was er kann, nämlich... Wahrscheinlich einer der stärksten Mechanic-Spieler, die man so in Deutschland vorfinden kann. Vor allem in der Rank-Range. Ist er immer noch 4-Digit? I don't know. Probably, right? Also ich glaube ja. Wo TPLC auf jeden Fall absolut überhaupt nicht mithalten kann. Also die Speed-Picks, Skill-Cap-Picks, das sind alles Picks, die Cyphos relativ sicher in der Tasche haben sollten. TPLC hat hoffentlich die Gimmicky-Maps alle ein bisschen gepracticed, auf denen er definitiv ein, zwei Punkte gegen Cyphos holen kann. Und vielleicht auch ein, zwei mehr als das. Aber ja, Cyphos hat natürlich den riesen Vorteil, dass er so gut wie alle Maps in dem Pool gut bis sehr gut spielen kann. Wobei bei TPLC der Skill eher auf ein paar Maps fokussiert ist. Auf ein paar Skillsets. Was bin ich hörend? San Diego. Zeit vor Storm Up. Kann ich kurz mit Handy joinen? Was? 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 Da kann ich Taiko besser. Hä? Ach, das ist Taiko! Okay, wir sehen einen Taiko-Warm-Up. Was? Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ist schon lange her. Stark. Ist auch ein Banger-Song, muss man mal so sagen. Mikrofon am Abdancen. Killerfisch, Killerfisch, Killerfisch. Denkt an die Channel-Punkte-Vorhersage. Bis jetzt hat eine Person auf TPLC gewotet. Wer auch immer das getan hat, ist ein Kenner. Ja, starkes FC von Zeitpost. Und Miss von TPLC. Ja. Stark gespielt, Freunde. Wenn Zeitpost flieht, FF ich. Nein, das lassen wir hier. Jetzt muss ich hier Sachen, ich muss hier 50.000 Admin-Dinge gleichzeitig checken. Kurz Refsheet gucken. Thompson gegen Herazo steht immer noch 4 zu 2. Für Thompson. Korrekt. Und sie spielen gerade Hardrock 1. Thompson Pick. So, jetzt lass mich hier mal checken. Hier wird gerade geschrieben, irgendwas mit Commentary. Mal schauen. So, auch zur Info, wenn dieses Match vorbei ist, werden wir auch direkt zum nächsten hässlichen Match schalten. Und zwar ein Match, was auch ein absoluter Banger ist auf der Stage. Flea gegen Philly. Da bin ich sehr gespannt. Ja, deshalb hoffe ich, dass sie schnell spielen. Denn das startet schon in 25 Minuten. Richtig. Und so toll dieses Match auch werden kann, Flea gegen Finny ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht verpassen wollen. Oh, wieder ein Taiko-Warm-Up, wenn ich den Diff-Namen lese. Musikaschi. Jawohl, das zweite Taiko-Warm-Up.
Was, ich gönne euch keine spannenden Matches, was? Ich will halt einfach nur, dass wir viel sehen von den anderen Matches. Halt, Small Dennis, sorry. Okay. Ja, das ist drin und. Jo. Ich will Janet in dieses Taiko-Warm-Up. Okay, das kann ich auch noch so mit feeden. Zeufrau scheint auf jeden Fall der kompetentere Taiko-Spieler von beiden zu sein. Liegt natürlich auch daran, dass die DLC nicht auf dem Handy spielen kann. Leider Gottes. Aber wie hätte der jetzt. Man kann ja nicht was Handy eine. Wahrscheinlich spielt er mit dieser Testflight Laser-Version Taiko, kann sein. Ja, was weiß ich. Da krieg ich überhaupt nicht mehr aus. So, und Engel haben mir geflüstert, dass Kanna gerade 5 zu 2 gegen Rage Zeus gewonnen hat. Auch ein absolutes Banger-Match auf der Stage, also da haben wir ein paar echt interessante Matchups schon. Hobson ebenfalls. 5-2. Gratulation an die beiden. Das ist vom Seed her ein riesen Upset, weil Hobson 64 gegen 63. Aber Hobson gehört halt einfach nicht als Seed 64. Nee. Auf gar keinen Fall. Kanna, damit dann auch übrigens der potential Gegner von dem Sieger aus diesem Match. Kanna gegen Zeitfrost, holy shit, das wäre auch ein Banger. Wenn es dazu kommt. So, wir haben es geschafft. Aber doch, zweite Warm-up für Zeitfrost. Hat sich als besserer Taiko-Spieler von den beiden bewiesen, herzlichen Glückwunsch. Ja. Können wir auch wieder Standard spielen. Besser ist es. Oh mein Gott, danke Second Circle 2 für den Raid. Denkt an die Channel-Punkte-Vorhersage. Oh, 200.000 auf Zeitfrost von iFakers. Ja. Haben zwar mehr Leute auf TPLC gestimmt, aber die 200k von iFakers, die kämen natürlich gut rein. Ja, ich trage ganz schnell die Scores ein. So. Oh, wie ein starker Roll von TPLC. Sehr schön gemacht. Mit Schmackes. Zeitfrost bin tatsächlich Nomad 1. Interesting. Ist okay. Ich bin mir nicht sicher, wie schwer diese Nummer 1 ist auf der Stage. Aber. Nein. Nummer 1 an sich ja natürlich immer ein bewerterbar DT3, der Band von TPLC ist natürlich absolut logisch. Und wenn Nummer 6 Pick auch logisch. Pures Tapping. Wo TPLC einfach überhaupt nicht mithalten kann mit Zeitfrost und Nummer 6 als First Pick ist natürlich auch der. Die logische Konsequenz daraus. Nochmal zu den Nomad 1-Bahn, ist es ja an sich ein richtiger Gedankengang, als objektiv stärkerer Spieler eine Map rauszunehmen, die so gut wie jeder Spieler in dem Tournament es ziehen kann. Obwohl man halt selber noch einmal kurz nicht aufpassen muss oder schützen muss, dass man die Map dann verlieren kann. Aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich Picks, wo TPLC sehr, sehr viel stärker drauf favorisiert ist als Zeitfrost als Nomad 1. Ich glaube auch nicht, dass Nomad 1 eine Map gewesen wäre, die TPLC zumindest Early Match gepickt hätte, vielleicht als einer der letzten Picks nochmal einen Punkt rauszuschießen. Wie auch immer. Gehen rein in die erste Map, beide kommen gut durch die ersten Teil der Streams durch. Außer TPLC. TPLC dann den ersten Slider Break schon mitgenommen hat. Den Slider streamen wir dann auch beide. Okay, beide mit Miss. Beide mit einem Miss haben getradet. Die Accuracy auch sehr nah beieinander. Ganz, ganz knapper 30k Vorsprung für Zeit. Frost bei gleicher Combo. Also da ist noch gar nichts entschieden. Die Map natürlich auch nicht. Also damit in 2 Minuten wieder auf dem gleichen Pattern gemisst. Wobei Zeitfrost ein bisschen mehr Accuracy verliert.
Okay, never mind. TPLC hat einen ganz leichten Combo-Lead. Der aber die 30k Punkte in aller Wahrscheinlichkeit nicht wettmachen würde. Außer Zeitfrost kriegt er noch einige Eckdrops. Der Endpart. Oh, Slider Break von TPLC. Oh, der Slider, der tut richtig weh. Zeitfrost kann jetzt sein Lead ordentlich ausbauen. Es ist nur noch knapp ein Viertel der Map übrig. Und ja. Wie gesagt, die ist wirklich nicht lange. Diese Patterns sind auch nicht allzu schwierig. Zeitfrost sollte darauf keine großen Probleme haben. Ja, das wird es dann wahrscheinlich auch gewesen sein. Knapp 100k, die TPLC jetzt noch aufholen muss. Der wird nichts mehr. Und damit haben wir schon direkt den ersten Breakpoint in diesem Match. Auf dem ersten Pick von TPLC. Zeitfrost zwar nochmal mit einem Late Break, aber natürlich irrelevant für das Ergebnis am Ende des Tages. Damit steht es 1-0 für Zeitfrost. Bitter, das war ein Pick, den habe ich eigentlich zu 100% bei TPLC gesehen. Ja. Warum diese Nicht-Mechanic-Picks? Sollten TPLC eigentlich erst sprechen? Hat natürlich unter seinen Möglichkeiten gespielt, aber ich habe ja vorhin gesagt, Zeitfrost kann die Maps alle. Also selbst auf den Gimmicky-Maps kann er auf jeden Fall mithalten mit TPLC. Das ist nicht so, als wären das Auto-Wins mit TPLC im Gegensatz zu den Picks, die Zeitfrost so hat, die für ihn so gut wie Auto-Wins sind, wenn wir ehrlich sind, wie beispielsweise Nomad 5, der jetzt hier gepickt hat. 240 BPM, nur 6,5 Sterne, also das ist jetzt noch nicht der Skill-Cap, den wir bei Zeitfrost sonst bei anderen Turnieren so erblicken durften. Oh, die geben sich Mühe hier, schnell zu spielen. Also da kann sich TPLC bestimmt ein bisschen durchspammen, aber ja, allein schon, was Accuracy angeht, bei Zeitfrost hier, wird er ja einen riesen Vorteil haben. Bin mal gespannt, wie TPLC hier mithalten kann. Was ist da? Ja, schon einige Eggdrops. Den Tipp hat er, glaube ich, gedoubled gerade. Die Zeitfrost. War verdächtig. Oh, ja. Early Break auch von TPLC. Early Break von TPLC mit knapp 10% Accuracy Unterschied. Haben wir die Map schon. Ja, ich glaube, die Map kann man eigentlich schon als Zeitfrost-Punkt erklären. Absolut. TPLC auch schon mit einem kleinen Cursor Dance nebenbei. Nicht mal bei 90% Accuracy. Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Also diese Maps sind natürlich absolut Zeitfrost-Favored. Beziehungsweise fast schon Safe Points für ihn. Davon gibt es halt einige. Das ist dann umso schlimmer, wenn man den eigenen Pick verliert aus Sicht von TPLC. Die vermeintlich wahrscheinlich stärksten Maps von ihm. Relativ das, was Zeitfrost so spielen kann. Aber ja, da kann er einfach überhaupt nicht mithalten. Und Tapping her. Oh, Zeitfrost erzählt nicht. Interessant ist es da. Ich glaube, das war ein kleiner Misread, wenn ich das richtig überlegt habe, aber natürlich absolut irrelevant. Das ist für Zeitfrost-Verhältnisse ein sehr, sehr schwacher Score auf Nummer 5. Da in der Mitte zu breaken ist natürlich dafür den Score auch nicht von Vorteil. Aber selbst da sitzt trotzdem über 300k, mit denen er am Ende gewinnen wird. Also da hat TPLC einfach gar keine Chance. Da wird er kein Land sehen. Aber damit haben wir zumindest schon mal Nummer 5 und DT3 raus. DT3 ja natürlich der Bann von TPLC gewesen. Das heißt, so viele extrem tapping-intensive Maps haben wir dann auch gar nicht mal mehr. Nummer 2 natürlich und DT2, aber zum Glück spielt Zeitfrost gegen TPLC und nicht gegen manche andere, sonst wäre es wirklich knapp. Ja, jeder Spieler mit Tapping hätte hier die Map wahrscheinlich gegen Zeitfrost gewinnen können. Moin, Thompson. Beziehungsweise jeder Spieler mit einem Booting. Weil die Streams sind ja null spaced. Booting. Auch nur Booting kannst du die einfach wegtappen. Das, wenn du nicht streamen kannst. Oh, was denn? Nochmal 2 Pick von TPLC. Das hat mich jetzt richtig getroffen. Komplett unerwartet. Nee, also er wird wahrscheinlich auch hinten 3 später picken. Jo. Davon ist auszugehen. Das sollte auch die Strategie gewesen sein, eben diese Picks zu practicen zur Perfektion. Weil das sind so die einzigen Maps, wo TPLC auf jeden Fall eine relativ gute Chance hat, ein paar Punkte einzufahren. Und beim Rest muss halt einfach hoffen, dass er eventuell ein, zwei Breakpoints bekommt, weil Zeitfrost mal kurz was geendet hat. Was ja auch jetzt bei Nummer 5 zumindest auch aussah, es könnte sowas passieren. Zeitfrost auch direkt mit Early Misses.
Der Stream leckt gerade sehr hart bei mir. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, jetzt geht's klar. Cypress aber tatsächlich mit der besseren Accuracy leicht. Und damit auch mit einem leichten Score-Lead. Also wenn TPL, wenn Cypress mehr fällt, dann liegt es eindeutig an Witt. Ist das so? Ja, der hat ihn gekürzt. Gibt jetzt aber den Accuracy Lead an TPLC ab. So wie es eigentlich sein sollte. Ja, TPLC auch im Match gegen Steckdose nicht mit den besten Accuracy Scores, sagen wir mal so. Accuracy nicht sein Strong Suit, aber ja, jetzt hat er sich relativ gut gefangen. Beide kommen durch den ersten KI durch. Mehr oder weniger gleich auf TPLC mit dem leichten Accuracy und Combo Lead. Ja, aber natürlich nur marginales mit knapp 10k. Das war ein Vorteil für ihn. Cypress hat jetzt aber auch ganz gut aufgeholt, was die Accuracy angeht. Ja. Die ist jetzt quasi gleich auf. Wirklich nur der Upsi am Anfang. Und wenn dieser Trend so weitergeht, dann könnte Cypress das durchaus auch über Accuracy gewinnen. Wollen wir mal schauen. TPLC hat sich aber auch gut gefangen, ist jetzt bei weit über 98, eher an die 99 herangehend. Oh, beide kommen durch die Zeit, beide haben aber auch nicht Accuracy genommen, aber TPLC mit dem ersten Break. Mit einem fatalen Break am Anfang des KIs, vor allem weil Cypress auch noch weiter F sieht. Und ja, wir sehen ja unten links, wie die Anzeige da immer weiter in Richtung Zeitfrost geht. Das ist natürlich fatal für TPLC, sollte Zeitfrost durch den KI durchkommen, dann ist es auch schon fast over. Ja, das sieht ganz, ganz schlecht aus für TPLC. Brauche jetzt as soon as possible einen Break von Zeitfrost, der aber einfach nicht zu kommen scheint. Und dieser zweite Breakpoint wäre dann natürlich wahrscheinlich schon GG. Weil das Cypress noch zwei eigene Picks gewinnen wird, davon können wir ausgehen. Ja, Cypress kommt auch da sehr souverän durch. TPLC zwar ebenfalls, es war tatsächlich nur ein Slider-Break gewesen von TPLC. War es auf dem Slider-Stream oder ich glaube kurz danach, ne? Meine kurz danach, aber die Map ist over, die 200k, die sind nicht mehr aufzuholen für TPLC. Sehr okay, das ist ein interessanter Break von Cypress. Er wird immer ein Zeitpunkt, der sehr ungelegen kommt, aber ja, das kann TPLC trotzdem nicht mehr aufholen. Vielen Dank, Shiny. Ich update mal die Round of 32 Sets. Die sind übrigens in dem Ordner, der gepinnt ist, wer die sehen will. Also im Links-Info-Channel. Okay, guter Mist. Ja, zwei Frost mit 750k auf TPLC's Pick ist auf jeden Fall in diesem Score. TPLC nur mit dem einen Slider Break. Sehr, sehr, sehr ärgerlich für ihn, seinen eigenen Pick nicht zu holen. DT2 wird direkt hinterher gepickt von Cypress. Und ja, das wird damit das 4:0 sein. Voraussichtlich. Aller Voraussicht nach. Ja, Stamina DT Map. Ja, kein guter Start für TPLC. Oh. Das war's. Das sieht gar nicht gut aus. Der Cypress auch mit relativ vielen 100ern da am Anfang.
überraschenderweise. Aber natürlich kein Vergleich zu dem, was der PLC sich da alles eingefangen hat. Ich struggle gerade mal so über die 80, über der 80 zu bleiben. Ja, und Sidepost. Kann er einfach zu seinem vierten Punkt cruisen. Was? Sidepost hat 5 WC 2022 gespielt. Wow. Wie die Zeiten sich ändern. Sidepost war im B-Team. Das ist ein crazy Stat. Der war einfach letztes Jahr 5 WC B-Team, hat dieses Jahr COE-Tournament mitgespielt. Like, what the fuck. Das ist mal ein Improvement. Respekt, ey. Und das scheint auch das erste FC des Matches zu werden. Seit was drauf und dran. Hoffentlich, haben noch einen Minifinger-Control-Part. Den aber auch ohne größere Schwierigkeiten FC. Schöne FC von Zeitpost mit der allerbesten Accuracy, aber naja, was willst du machen? Dass er da keine Chance drauf hat. Und damit hat Zeitpost auch Matchpoint hier an der Zahl davon zwei eigenen Pick. Bei eigenem Pick, also da muss jetzt schon einiges passieren. Vielleicht ziehen wir jetzt die Hidden 3. Hidden 3 oder Nomad 4. S und C-Ranks für Second Circle. Kannst du Hard Rock 2 spielen? Warum Hard Rock 2, Mann? Ich kann ja mal fragen, ne? Ach, Hidden 3, besser ist es. Es ist tatsächlich der Hidden 3 Pick, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Map, die TPLC, wenn er sie denn geübt hat und spielen kann, auf jeden Fall gewinnen kann. Bei Minuten 31 ist dieser Käse aber, das finde ich aber nicht so cool. Hätte man auch eine etwas kürzere Map picken können. Na, erst entschuldigt, der Song ist echt gut. Ist das so? Ja, vertrau mir, das ist VTuber. Okay, es tut mir leid. SOS. Also das ist wirklich keiner mehr für Zeitfrost. Also wenn TPLC einen Punkt holt, dann hier, dann muss es hier sein. Für die Ehre. Weil, ja, gut, auf Zeitfrost-Pick wird TPLC natürlich eher weniger Chancen haben. Die rein Speed-Tapping-intensiven Maps sind zwar jetzt raus, aber es ist natürlich immer noch Nummer 2 da, wo ich auch nicht denke, dass TPLC da mithalten kann. Das reine Tapping hat er dann vielleicht drauf, aber allein Accuracy und Comfort ist ja Zeitfrost meilenweit voraus. Oh, TPLC tut sich auch ziemlich schwer mit der Accuracy auf der Map. Oh ja, beide ordentlich am Eckdroppen, gerade mal so über 93, aber vor allem TPLC weiterhin auch sehr viele Slider. Ich weiß nicht, ob Slider-Endmisses sind oder ob er die Slider nicht richtig tappt. Ist ja immer ins Vorbild, ne? Ist ja klar, sehr, sehr viele Hunderte auf diesen Slidern. Ich glaube, das hatte ich letztes Match schon mal angemerkt, dass er irgendwie die Slider immer ein bisschen komisch tappt. Ja, daran erinnere ich mich ein bisschen. Ja. Es sind jetzt 4% Accuracy Unterschied zwischen den beiden. Zwar beide noch am F10 und Zeit vor seinem Break finden. Das war close. Das ist natürlich dann auch stark im Vorteil, aber. Oh, und da ist der Mist. Der ist der besagte Mist an einer
Oh mein Gott, es hätte nicht schlimmer laufen können für Zeitforce, als an der Stelle zu wissen, mitten in der Map. Der PC! Bei einem... Oh! Aber TPS egalisiert, weil er ebenfalls auf nichts Slider bringt. Das ist so ärgerlich, das war eine Golden Opportunity für TPS, die ganze Free-Combo mitten in der Map mitzunehmen und die Story aufbauen zu können. Aber er tritt das einfach mit Füßen. Es ist zwar noch nichts geschehen, also beide sind mehr oder weniger gleich auf. Es sind nur was 15k, 20k Score, die Zeitfrost da voraus ist, allein von der Accuracy. Aber TPLC hat natürlich immer noch alle Chancen, den Pick auch noch für sich zu entscheiden, sollte Zeitfrost noch einen Miss finden. Oh, warte, was hat er mit TPLC? Aber es ist TPLC, der als erster breakt. Sehr, sehr ärgerlich, dass er die ganze Free-Combo nicht mitnehmen kann. Aber natürlich egal, wenn Zeitfrost sowieso nicht breakt. Was auch hier noch der Fall zu sein scheint fürs Erste, kommt da ganz gut durch. Ja, und TPLC mit einem Chain-Miss. Boah, ach du Heiliger, den ganzen Stream hat er da gemisst und dann 50er drauf bekommen, was natürlich seine Eck noch ordentlich getankt hat. Zeitfrost hat... Oh, Zeitfrost ist actually auch breakt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das wird kann das schon machen. Aber die 100k dafür hat TPLC nicht genug Zeit, um ihn nochmal aufzuholen. Und damit wird es ein cleanes 5:0 für Zeitfrost, der sich bei allem Respekt auch, denke ich, nicht von seiner allerbesten Seite präsentiert hat, aber ja gut, early cool, was willst du machen? Ja, es kommt schon überraschend, Zeitfrost war letztes Jahr wirklich nicht gut und jetzt gewinnt er ja auch immer 5:0 gegen einen des stärksten Tourney-Spieler. Ja, gut, auf der anderen Seite auch TPLC unter seinen Möglichkeiten, würde ich einfach mal so zusammenfassen. Vor allem hier die 360k, das kann auf jeden Fall besser. Aber ja, GG. Gratulation an Zeitfrost zu einem sehr, sehr cleanen 5:0-Win. Hat es nie wirklich anbrennen lassen. So gut wie jeden Pick eigentlich auch. Relativ überzeugend am Ende des Tages gewonnen. Jo, GG well played. TPLC geht's im Losers Bracket gegen iFakers. Und im Winners Bracket trifft Zeitfrost auf Hanna. Alles coole Matches, wirklich. Aber jetzt kommen wir zum coolsten Match. Definitiv. Und zwar Flea gegen Finny in der zweiten Runde des Turniers ist ein Banger. Ein absoluter Überbanger. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also ich persönlich, mein hässlicher Bias ist sein, sehe ich Flea trotzdem schon als klaren Favoriten. Sehr, sehr viel Turnier-Erfahrung gesammelt im letzten Jahr, sich extrem gut präsentiert und natürlich diese Early-Pool-Stärke, die wir schon öfter bei Flea angesprochen haben, die ist natürlich immer prävalent. Im letzten Jahr eher sein Skill-Cap gepusht, das wird man dann zu den Later-Stages eher sehen, aber Early-Map-Pool war schon immer seine absolute Stärke, da ist er einer der most consistent, stabilsten Spieler, die man in diesem Tournament sehen kann. Kleine Schwäche auf Finn. Seinerseits würde ich natürlich nochmal anmerken, Finn definitiv noch ein, zwei Punkte ihm abspecken kann. Finn ja relativ. Aber das finde ich ja relativ gut auf Finn, weil ich weiß gar nicht mehr. Finn ist vor allem gut auf Streams und Mechanics. Würde ich mal sagen. Und ähnlich wie Flea natürlich. Der das auch alles spielen kann, wie gesagt, Skill Cap gepusht im vergangenen Jahr. Also, was Finny so im Tourney kann, habe ich ehrlich gesagt wenig Ahnung von. Bin ich jetzt auch sehr gespannt, ob er da mithalten kann mit Flea. Aber ich werde ganz kurz auf die Toilette gehen, bis gleich. Du kannst weiterreden, wenn ja, du willst. Ich, nee, ich